aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Und ja, ich bin am Start mit einem neuen Setup. Und zwar habe ich heute nicht mein Headset dran, sondern ein Mikrofon. Und ja, habe mir die Kopfhörer geholt. Damit wird auch mein GTA aufgenommen und alles drum und dran. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Heute Need for Speed etwas später als ursprünglich geplant. Ja, liegt momentan einfach daran, dass unter der Woche mit dem Aufnehmen nicht viel möglich ist, sondern eher das Arbeiten angesagt ist. Und ja, wir heute noch spontan was erledigen wollten und deswegen heute die Folge etwas später. So, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich glaube, der Plan war heute, dass wir eine Nacht weitermachen. Ich muss mal gerade gucken. Ja, doch, machen wir so. So, gehen wir in die Nacht und haben wir wieder mal was zum Driften, heißt Schlangenprüfung. Ich denke mal, das ist das Realistische heute, weil wir wollen ja relativ zeitnah Level 30 erreichen, weil wir dann ein weiteres neues Auto bekommen. Ja, was ist das? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, es war ein McLaren. Aber so genau weiß ich es nicht. Und wir haben knapp 200.000. Für das Geld können wir uns dann nochmal einen neuen Drifter leisten. Jetzt gehen wir aber erstmal rein ins Rennen. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, die Leak hasst uns nicht mehr. Und die schlechte? Niemand weiß, wo Mercer ist. Klar, er ist sein Job los, aber er hat noch die Autos. Wir dürfen nicht zulassen, dass er mit ihnen abhaut. Hier kann er mit ihnen nichts mehr anfangen. Er müsste sie schon aus der Stadt schaffen. Ich habe auf dem Laptop ein paar Speditionsrechnungen gesehen. Es ist nicht viel, aber ich habe es rumerzählt. Sobald einer dieser Trucks auftaucht, erfahren wir davon. Und jetzt? Mods dein Wagen so weit wie möglich auf. Ich habe das Gefühl, wir werden ihn brauchen. Ja, das stellen wir aber ein bisschen gerade hinten an, weil dann werden wir nämlich durch mit der Story und ich möchte sehr gerne das Max-Level erreichen. Das wäre dann nämlich 50 meines Wissens nach. Aber wie gesagt, wir driften jetzt heute erst ein bisschen in der Nacht und wir wollen ja die Zeit bei der Level 27 erreichen, also Level 30 ist so erstmal das nächste große Ziel, dass wir... Ich wollte jetzt über die nächste Folge wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir danach waren. Und der nächste Drift-Teil heißt Schlangenprüfung. Oh nein, ich muss ich jetzt Auto wechseln müssen. Oh Mann, sehr gut. Im GTA. 50.000, na gut, das sollte durchaus machbar sein im Auto. Ja gut, das ist kein Drifter, ne? Wenn ich ehrlich bin, wir brechen es ab hier, weil ich spring noch mal in die Garage, weil wir werden noch mal diesen Drifter suchen, aber mit einem anderen Fahrzeug. Das macht gerade jetzt so keinen Sinn. Ich dachte mir, mit dem GTA sollte es auch kein Problem sein, aber der schreibt sich so ein bisschen gegen den Drift. Deswegen gehen wir jetzt nochmal. Hey, ich habe keine Lust, dass uns die League wieder abschreibt. Naja, das kriegen wir schon in den Wagen. Aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Er könnte überall sein. So, nehmen wir den Mustang. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen neuen Drifter holen, das ist ganz klar. Aber nicht jetzt, damit kommen wir jetzt gerade so klar. Und ja, nehmen wir mal rein. Das. Gehen wir Schnellreise machen. Das macht ein bisschen mehr Sinn, gerade mit dem Mustang. Den muss dann zu dir. Also den Drifter brauchen wir auf alle Fälle noch, das ist ganz klar. Ja.
Ich glaube, wir kriegen alleine schon dafür wieder 10.000 Punkte. Also ich glaube, der nächste Level wird noch kein Problem sein. Wie gesagt, das Ziel ist es halt irgendwann in Level 30 noch rein. Ich meinte nur noch mal mit dem Formel 1 weitergeht, dass wir weitergehen. Ich hatte übrigens kein Stream. Liegt daran, dass ich noch beide Tage reinbekommen habe, sonst kurz auf das Arbeiten. Das ist schwierig, das ist gerade. Weil ich ehrlich bin, Job geht ein bisschen vor YouTube definitiv. Oder sagen wir mal vor Privatleben. Die nächste Woche, ich weiß nicht, wie ich versprechen kann, ich mir fahren. Und deswegen kommt halt auch nicht das Speed heute auch ein bisschen später. So, gehen wir mal rein in den Rift-Teil und das gehen wir. Genau, 10.000 Punkte. Wenn wir da schon 2,5 erreichen, wäre ich schon zufrieden, weil dann hätten wir nämlich die Level 26, aber wie gesagt, Level 30 ist das große Ziel. So, 50.000, also ist das große Ziel, das wollen wir dann auf jeden Fall machen. Jetzt sollte das durchaus kein Problem sein, mit der Schlangenblüte heute. Klingt schon wieder besser. Wir haben hier schon knapp die Hälfte. Jetzt wieder ein bisschen abseits von der Straße. Du hast einfach das Hilfe gebraucht, nur in der Hinterachse. Scheiße. Das ist super, dass ich jetzt die Kopfhörer an der Wacke mitgenommen habe. Ich glaube, ich so runtergerutscht bin. Ich dachte mir, den kriegst du da runtergeschoben, aber den kriegst du auch nicht. Der Kollege kommt natürlich voll dazu gerade. Schön begegnen. Ja, also. Hat die gerade interessiert. Ihr müsst euch in Zukunft echt mehr anstrengen, Leute. Bestimmt.
kriegen wir da jetzt gerade noch schnell. So, dann spielen wir das Spielchen jetzt zurück und fahren zurück in die Garage. Dann haben wir eigentlich schon Level 27. Also, ja, das geht jetzt gerade ganz, ganz schnell in der Stadt. Bei den Stufen. Das jetzt irgendwie noch in der Stadt was zu machen. Guck mal gerade, ob ich hier noch einen Düft habe. Da oben ist noch einer, ne? Scheiße, ich dachte mir, könnte ich jetzt da schon ohne Probleme hinfahren. Aber ich kann nicht springen. Ich würde die 17.000 gerne mitnehmen, um einfach den nächsten Level zu erreichen. Da sieht das genau die jetzt bei mir hier rum auftauchen. Sweetheart. Okay.
Natürlich stehe ich genau vor der Garage, ernsthaft. Komm, wir riskieren's. Der Echsenbiss. Zu hoch gepokert oder fragt oder? Ich Ernsthaft, ich bin weggekommen. Och, ernsthaft. Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Cops abhängen. Ja, ich hab gepokert. Im Rennen. Oh Mann, ich weiß, den auch wegrammen wollte. Och, weil ich den wegrammen wollte, hab ich das. Oh ne, der wäre mir nicht daher gekommen. Naja, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Probier's nochmal. Ich weiß, dieser Ort ist schwer zu finden. Und das ist auch gut so.